Hallo, hier ist der Firefly Gamer und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield Heroes. Mit meinem Royal Commando sind wir jetzt mal wieder unterwegs. Was heißt mal wieder? Also, waren wir lange nicht mehr. Der ist jetzt auch schon Level 18. Das liegt aber auch an dem High XP Boost, den ich jetzt habe. So, ich habe jetzt mal Riverside Rush für 10 Minuten ausgewählt. Und zwar werden wir jetzt probieren, so viel Airborne Assaults wie möglich zu machen. Wenn es. Warte mal. Es hakt bei mir, ich kann gerade keine Waffen wechseln. Oh doch, jetzt funktioniert es wieder so. Mann, ficke dich! So. Nein, es leckt doch immer noch wie Sau. Na okay, der hat uns entdeckt. Warte, komm, den. Ach du Scheiße. Geht schon mal richtig nice los hier. Yeah. So, und jetzt probier. Was war das denn? Da will man sich hochschießen. Och lol. Geht doch wirklich gut los. Naja, dann. Auf geht's. Erster Flug durch die Luft. Na, ficke dich, komm. Naja, dann müssen sie aber auch mal sterben. Oh. Was jetzt total scheiße wäre, wenn wir gar keinen einzigen Airborne Assault machen. Ey, die sterben alle nicht! Was soll das denn? Ach so, vielleicht habt ihr das gehört, ich bin auch ein bisschen krank. Aber ich glaube mal, das wird uns jetzt hier nicht aufhalten, ein paar Airborne Assaults zu machen. Okay, naja. Ab und zu schießt man dann nochmal No-Scope, wenn ich denke, es fängt so leicht an zu laggen und man kann sowieso dann nichts mehr machen, dann hau ich auch mal einen No-Scope-Schuss raus. Ein paar Mal sogar schon getroffen. Was ist das denn? Ja. Was uns heute auch häufig passieren könnte, ist der Fallschirmbug, sodass der Fallschirm zum Beispiel jetzt gar nicht aufgeht. Oh. Beim Nachladen geschossen. Oh Mann. Nein, nein, wenn die jetzt zu nah sind. Na, okay, gut. Können wir uns mit der Tooltrap jetzt nochmal hochschießen? Oh, fick dich. Mensch, und dann schlitzt er den ab. Was ist das? Ich glaube, ich mache eine neue Rubrik. Nee, mache ich nicht, oder? Oder? Nenne ich dir denn Only Airborne Assaults 1, 2? Naja, ihr werdet es ja im Titel sehen. Werde ich mir nochmal überlegen. Erster Airborne Assault. Nice. Nummer 1. Zweiter Airborne Assault. Yeah, jetzt geht's endlich mal los. Okay. Da ist einer. Na toll, der war jetzt aber ziemlich schnell tot. So, dann probieren wir es jetzt nochmal mit der Tooltrap. Bloß mit der Tooltrap ist man nicht so lange in der Luft wie mit zum Beispiel jetzt dem Granatwerfer. So. Der müsste das jetzt theoretisch hören, hier hinlaufen? Ne, der checkt gar nichts. Ich gedacht, dass der dann ein bisschen wegfliegt, sodass ich den dann noch erwischen kann. Dritter Airborne Assault, yeah. Na, okay, jetzt. Was soll man jetzt hier noch machen, ey? Oh doch, jetzt habe ich eine Idee. Komm, 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 komm. Oh. Oh, ey, komm, die sterben nicht. Ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, dass mein Aim in der Luft besser ist als wie im Boden. Im Boden, genau. Man ist ja so oft im Boden. Ne, jetzt sind keine Feinde mehr da und heilen. Achso, zu den 443 Tonic, die ich da habe, die habe ich mir natürlich nicht gekauft. Das war durch die Claw. Hat man die paar Mal bekommen. So. Jetzt finde ich ja keine Gegner mehr. Was ist das denn? Na doch, ist voll. Ist da gerade ein Freund gejoint? Lamdi, okay. Na, der hat. Und da ist. Okay, mein Ziel ist nochmal Lamdi hier Airborne Assault zu töten. Mal sehen, ob wir das heute noch schaffen. Ah, der ist jetzt gerade im Tunnel. Was machen wir da? Wenn wir landen, sind wir eigentlich so gut wie tot. Hoffentlich sieht er. Ah, fuck. Na, da kann man nur nichts machen. Doch, ich hätte den Fallschirm einfach viel später öffnen können. Denn. Mal sehen, ob ich den noch abgehauen wäre. Naja. Wenn da ein Lamdi mit dem Omega Beamer steht, dann ist das halt ein bisschen. Oder Eraser Ray, dann ist das ein bisschen, ja, kompliziert. So. Ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, wir haben jetzt vier Airborne Assaults. Ich weiß es nicht mehr. Was zur Hölle? Wo sind denn die ganzen Gegner? Am Anfang habe ich ja noch eine ganze Menge Gegner gesehen.
Headshot, das sehen wir mal als Airbonus geholt. Das zählt ja auch, also Kills in der Luft, ja genau. Sagen wir mal so, ich zähle jeden Kill, den ich in der Luft mache. Mann, wie geil war das denn? Das gibt's doch nicht. Noch was ist denn heute los, ey? Ist ja richtig nice. Nicht, dass ich jetzt hier gegen den Tunnel fliege. Nee. Oder den da hinten. Treffen wir den? Nee. Komm. Probieren wir es mal da drüben wieder. Ja, Fail Aim. Komm, ey, der trifft mich sowieso noch nicht, bis ich tot bin. Nee, Waffenwechsel. Reload Bug hier. Oh, kann man nicht die Waffen wechseln? Scheiße, Mann. Nee, jetzt, was ist denn los hier? Nee, das gibt's doch nicht. Der hat ja bestimmt jetzt unter 2, 3, 4 AP, so. Airbonus holt an Lamdi again, yeah. Oh, da. Oh, die Rage quitten alle. Airbonus holte sie alle weg. Was denn hier los? Scheiße. Nein! Ich Idiot drück schon wieder auf den Fallschirm. Das war viel zu früh. Okay, naja, dann schießen wir den mal so weg. Na, nein. Ach, scheiße, ey. Okay, da heilt er sich. Komm, den treffen wir jetzt. Headshot bitte. Komm, Headshot. Er ist weg. Da. Scheiße. Daneben geschossen. Okay. Ne, ich hatte auch schon mal das Glück, da war ich gerade in der Luft, wollte einen abschießen und vor dem stand ein unsichtbarer Sniper. Ey, wie viel Leben hat denn der? Das war bestimmt der Tonic, den er eben noch geschluckt hat. Ja, noch ein Nervon Assault an Lamdi. Geht ja. Das ist ja richtig nice, ey. 10 Kills, ich glaube 2 oder so habe ich vielleicht. Okay, komm, neuer Bonus holt. Nee, der ist zu nah ran, den treffe ich nicht. Wir können jetzt auch mal so. Ich kann mich jetzt sowieso nicht mehr blamieren. Ich glaube, ich habe schon gute Arbeit geleistet. Bisschen. Lol, wie das leckt. Okay. Jetzt probieren wir mal mit dem 360 nochmal das Ganze ein bisschen auszuschmücken. Mal sehen, ob das klappt. Jetzt so oft zu laggen. Wenn die Spieler jetzt mal wieder. Nee, ey, komm, geht normal, dann kann ich. So, jetzt kann ich endlich wieder hoch. Ja, jetzt bin ich aber nicht ziemlich hoch geflogen. Das war ziemlich kacke. Ach, kacke. Okay, jetzt setze ich mir ein neues Ziel und zwar ein 360, bevor die Zeit abgelaufen ist. Lande ich, glaube ich, zu nah dran. Gucken wir mal, ob wir ihn anders sehen. Nein. Ach, scheiße. Oh, Mann, ey. Oh, jetzt sind wieder genug Gegner drin. Das gibt's nicht. Und dann springt er in diesen Gulli da hinten rein. Fuck. Und der Fallschirm geht nicht auf. Das ist jetzt... Mann. Fick dich. Komm. Oh, da schießt daneben, Mann. Ich glaube, der hat auch wenig Leben, weil der gerade ein Pflaster eingenutzt hat. Wo sind die Gegner? Och, Mann. Lamdi hat 7 Kills. Ich glaube, 3-mal allein hat er mich gekillt. Ah, die Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab. Was? Warum? Nee, da snipt mich auch wieder einer weg. Ach, komm. Nee, ist keine. Ach, ich habe den Sniper gesehen. Wartet mal, wenn der da jetzt noch stehen würde. Oh, fuck. Verkackt.
Oh, die Zeit läuft ab, ey. Nein, Fallschirm weit oben öffnen ist scheiße, weil man ist dann voll schutzlos oben in der Luft. Oh, los, komm. Ah, jetzt haben wir keine Zeit mehr für die Nades. Ach, scheiße. Hat zum Schluss doch nicht mehr geklappt. Ich muss mich leider entschuldigen, dass es leider nicht geklappt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine kleine Episode. Wenn ihr noch eine Folge von dem sehen wollt, dann schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr das cool fandet, also so Airborne Souls nur die ganze Runde lang zu machen. Oder ob es einfach nur, ja, langweilig ist, dass ich normal zocken soll. Also, weil wenn ich das machen würde, würde vielleicht so jedes dritte, vierte Video mal so, oder wenn ich mal drauf Bock habe, so ein Airborne Soul Video werden. Ja, ciao, das war's mal wieder, euer Fireflash Gamer.